bei David Alaba hakt es ein bisschen. Wird es nicht mal Zeit, dass er wieder nach Hause kommt an Tegernsee, dass ihr das klärt? Na, ich hatte mit ihm schon vor einigen Wochen mal einen Kaffee trinken, aber bis jetzt sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Das Problem, wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist und ein super Spieler. Der Hansi Flick will ihn unbedingt bei uns behalten, aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Und der Vater, den ich eigentlich sehr mag, der, mit dem ich immer super Gespräche hatte, der lässt sich von dem sehr beeinflussen. Ich hoffe, dass David am Ende derjenige ist, der es schafft, sich durchzusetzen. Denn bei uns ist das, es geht wirklich nur um Geld und sonst gar nichts. Denn er ist ja schon beim besten Verein der Welt. Wo soll er noch hin? Am Ende muss er entscheiden. Ich bin der Meinung, er ist 29 Jahre alt. Und er sollte sich nicht von außen beeinflussen lassen, sondern selber. Und wir alle wünschen nichts sehnlicher, als dass er bleibt.